70 Kubik unter Bodenbeleuchtung auf Hochglanz poliert, Bullen haben keine Bedeutung. Und wenn die Tachonadel steigt und ihr ganz laut schreit, guter Tuning ist Nordberg Rhyme. 70 Kubik unter Bodenbeleuchtung auf Hochglanz poliert, Bullen haben keine Bedeutung. Und wenn die Tachonadel steigt und ihr ganz laut schreit, guter Tuning ist Nordberg Rhyme. Schon mit 15 hat es angefangen, das guter Tuning lieber. Scheiß auf Hass, auf Gramm, guter Tuning war mir wirklich lieber. Einen hammergeilen Kiesel und nen Sony-Auspuff, einen größeren Vergaser für noch mehr Ansaugluft. Kupplung, Variomatik und den Riemen von Polini, alles abgestimmt auf Power und die Viber in Bikini. Endlich Geld für nen Evo und ne neue Kurbelwelle. In den Sommerzeiten immer heizen und natürlich Rennduelle. Wenn der Bulle kommt, heißt es die Faust im Nacken. Einfach Schleichwege fahren, frisst mein Staub, ihr Spacken. Keine Panik wegen Nummerschild, ich hatte niemals einen. In Gefahren ohne Lappen, ohne Schiss von diesen Schweinen. Nach der Erfahrung kam auch langsam die innere Rotzündung. Der luxierte Downy und lackierte Spachtel auf Rüstung. An der Schule hatten alle Typen immer was zu staunen, mit nem Willy durch den Schulhof vor dem Lehrer abgehauen. Und das oft viel zu schnell. 25 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit sind für die Jugendlichen ohne Reiz. Es kann wohl nicht schnell genug gehen. Mit ein wenig technischem Sachverstand sind dem Frisieren oder neudeutsch Tunen kaum Grenzen gesetzt. Die passenden Teile lassen sich ganz legal im Internet bestellen. Dass ein Scooter fast so schnell wie ein Motorrad wird, ist der Zweck der Sache. Doch nach dem Alter der Kunden wird offensichtlich nicht gefragt, trotz der Gefahren. Das Tunen ist sehr gefährlich, denn das Fahrzeug ist für diese Geschwindigkeit nicht ausgelegt. Maximal bis 45-50 km/h, Bremsanlage, Fahrwerk, alles dafür ausgelegt. Und wenn man schneller fährt damit, dann packt das Fahrwerk es einfach nicht. Ah, jetzt übertreibt man nicht. So schlimm ist es nun wieder auch nicht. Trotzdem sind wir in der Überzahl. Wir werden trotzdem weitermachen, egal was ich sage. Midwest Power auf dem Hinterrad zur Schule, überhol ich 25er, das sind doch immer Schwule. Stage 6 Pro Sound über die ganze weite Stadt, mein Heck ist so geil, verspachtelt und glatt. Meine Front, böser Blick und der Motor auf Hochtour, über 10.000 Umdrehungen wechsel ich immer die Spur, andere bleiben stur. Nein, ich fahre lieber Mofa, mit dem Fahrrad überholt ich ja ein ganz normaler Opa. Schon beim Start meines Motors drehen sich alle Leute um und auf einmal stehen alle Kiddies um meinen Roller rum und fanatisch auf mich staunen. Heben alle ihre Daumen, denn sie können es kaum glauben, endlich anfangen zu schrauben. Geht doch auf www.streetlikes.de oder Scooter-Attack, damit ihr es endlich checkt. Die Tuner sind weg und die Bullen fressen Dreck. Für die hat es keinen Zweck, denn wir sind schon lange weg. 70 Kubik unter Bodenbeleuchtung auf Hochglanz poliert, Bullen haben keine Bedeutung. Und wenn die Tachonadel steigt und ihr ganz laut schreit, guter Tuning ist Nordberg Rhyme. 70 Kubik unter Bodenbeleuchtung auf Hochglanz poliert, Bullen haben keine Bedeutung. Und wenn die Tachonadel steigt und ihr ganz laut schreit, guter Tuning ist Nordberg Rhyme.